meine lieben Sammlerfreunde. Ja, ich hau noch mal ein Video ins Handy sozusagen. Ich mache das ja alles mit dem Handy. Es ist mittlerweile echt erträglich geworden von den Temperaturen. Mann, oh Mann, oh Mann. Entweder es regnet, ja, oder wir haben eine schwüle Hitze, dass man meint, man würde in den Tropen leben. Ist stellenweise manchmal gar nicht mehr so angenehm. Naja, nichtsdestotrotz, jetzt ist gut von den Temperaturen. Ich habe mir noch einen Ventilator angestellt und zeige euch heute The Ultimate Warrior. Ja, Ultimate Warrior, den habe ich schon immer richtig cool gefunden. Der kam mit so viel Energie immer in den Ring. Der hat sich immer so hoch gepowert. Boah, ich finde den einfach klasse. Deswegen musste der von den Masters of the WWE auf jeden Fall, den musste ich mir holen. Und den packen wir jetzt aus. Der ist bestimmt cool. The Ultimate Warrior. So. Da sind wir in der Ego-Perspektive. Die Figur ist ramponiert. Das muss ich einfach so sagen. Das ist eine BBTS-Lieferung, die auch wieder nicht so... Ich weiß nicht, das hier habe ich beim BBTS jetzt ganz, ganz viel. Ist mir bei den Figuren nicht schlimm. Die sind ja auch schon sehr alt. Wahrscheinlich sind die beim BBTS auch schon länger im Lager und wurden vielleicht auch schon das ein oder andere Mal verräumt. Ich weiß es nicht, auf jeden Fall, die sind ja wirklich, woraus sind die? Die sind 2019, 2018, also die waren ja, bevor die Origins losgingen, gab es ja diese Figuren. Zwar nur in den USA, also hier hat man die sehr selten bis gar nicht, wenn überhaupt in einem Comic-Shop gesehen, aber ja, jetzt mittlerweile sind sie relativ erschwinglich geworden. Ja, und dann packen wir mal den guten Ultimate Warrior, Heroic Champion of Viviturnia. Das steht da drauf. Ja, hier hinten schauen wir uns das Artwork an. Sieht auch ziemlich interessant aus. Er ist gelandet mit einer ja, Rettungskapsel. Es sieht eigentlich aus wie eine Rettungskapsel und ist auf Viviturnia gelandet. Ja. Hier haben wir wieder die üblichen Drachen. Und ja, ich finde es cool. Also Action-Feature. Ja, man kann halt ihn auseinandernehmen und komplett bewegen. Und andere Figuren aus dieser Line. Ich glaube, den einen oder anderen habe ich sogar noch. Den werde ich euch dann auch noch zeigen. Ja. So ein paar Stück, ich habe da so ein paar Stück gekauft, aber es sollen auch bei den paar jetzt erstmal bleiben. So, jetzt machen wir den Bumo-Move. So, da haben wir das Comic, hätte ich beinahe gesagt. Es ist, oh, es ist hier auch noch verklebt. Ah, vorsichtig. Ah, hier auch noch. Es ist tatsächlich eine kleine Comic-Geschichte. Eine einseitige kleine Comic-Geschichte. Besser als gar nichts. Finde ich cool. Die halte ich euch jetzt einfach mal hier so hin. Vielleicht beide Seiten. Vielleicht drückt ihr Pause. Dann könnt ihr euch das alles mal ganz kurz reinziehen. So, dann holen wir den Inhalt der Karte raus. Ja, wir haben hier einen Umhang. Der sieht ziemlich interessant aus. Fällt mir richtig gut. Schaut euch das mal an, wie schön er gesculptet ist. Es sieht wirklich wie so ein... Ja, Pelz. Es ist ein Pelz. Was ist das hier an der Seite? Ein Popelrest. Ja. Er ist ein bisschen... Mal gucken, wie das aussieht, wenn er dran ist. Weil er hat so eine vorgegebene Form. Dann haben wir hier den Ultimate Warrior. Krieg ich den jetzt raus? Schnell? Dann... Ja, das geht schnell. Er hat keine Waffe. Er hat keine Waffe und die ist auch nicht vorgesehen anscheinend, weil er wahrscheinlich die Waffe wieder sein soll. Finde ich aber tatsächlich ein bisschen schade. Wenigstens eine Axt oder irgendwas. Ich meine, naja. Ja, er hat eine He-Man-Rüstung, zumindest eine angedeutete He-Man-Rüstung.
bisschen einfacher, als die He-Man-Rüstung dann letztendlich geworden ist. Ja, seine typische Gesichtsbemalung, die immer angepasst war an sein Outfit. Und das hat er hier auch wieder. Seine Stulpen mit den Flattern dran, Knieschoner und hier seine Oberarm-Stripes. Ich nenne es jetzt mal. Ja, der hat ja immer da um seinen Bizeps da auch so Flatterbänder drum gebunden. Man sieht halt auch schon, es ist ein He-Man angedeutet hier. Ne? Das ist, da war schon klar, Mattel hier, wo es hingeht, die Reise. Auch Mix and Match. Alles möglich. Ja, jetzt muss ich mal gucken, was hier los ist. Weil, ich muss ganz ehrlich sagen, soll es das gewesen sein mit dem Umhang? Das ist, finde ich, nicht gut. Also der Umhang sitzt. Ich weiß es nicht. Also, ich weiß es nicht. Ich weiß es echt nicht. Also jetzt mal ehrlich. Schau dich das mal an. Ja, es könnte der Wind reinpfeifen. Ja. Aber er hat jetzt auch eigentlich fast keine Bewegungsmöglichkeit mehr im Kopf. Wegen seinen Haaren natürlich. Also es geht noch. Er ist auch auf dem. Er ist noch nicht mal richtig auf dem Balljoint drauf. Weil hier einfach, hier ist einfach zu viel Druck und zu viel Spannung drin. Ne? Ja, ich würde mal fast sagen, für mich wird er so aufgestellt. Und der Umhang muss ich. Das gefällt mir noch nicht. Also der Umhang ist aber auch tatsächlich so gesculptet, dass der hier diesen Knick drin hat. Das kann man noch nicht mal sagen, okay, ich nehme heiß Wasser und tu da was aufarbeiten. Gut, es waren die Anfänge der Figuren. Und ja, aber er sieht ja auch so mega gut aus. Wir schauen ihn uns nochmal auf der Drehscheibe an. So, da dreht sich der Ultimate Warrior. Ja, von den Masters of the WWE Universe auf der Drehscheibe. Ja, was soll ich sagen? Ich muss ganz ehrlich ein bisschen Kritik äußern. Der Umhang ist doof. Mimi. Ja, ehrlich, das kann ich nicht anders sagen. Der Umhang, der gefällt mir überhaupt nicht an der Figur. Der fällt total blöd und ich weiß nicht, ob das so richtig ist. Ich sag einfach mal, da machen wir auch einen kleinen Hups. Und dann ist der Umhang weg. Ja, ich habe ihn noch einmal kurz mitdrehen lassen. Aber das werden wir jetzt auch gleich nochmal ändern. Dass die Figur nochmal frei steht. Einen kleinen Schwups. Und auch der Umhang ist weg. Und so finde ich ihn eigentlich am allerschönsten in dieser Pose. So kennt man ihn, ne? Also so ein bisschen sagt man dann auch, ja, ein bisschen Gefühl von damals kommt dann auch hoch bei der Figur. Man kann sich ja noch die ein oder andere alte Wrestling-Sendung angucken, wo er mit dabei ist. Ja, leider ist er ja nicht mehr unter uns, aber er war einfach ein toller Wrestler. Ja, also die Figur ist wirklich prima, wenn ihr an die zu einem vernünftigen Preis rankommt. Und ich würde vernünftig sagen, zwischen 20 und 25 Euro. Ja, dann ist das okay, dann ist das ein Deal, den man machen kann. Alles andere ist eigentlich überzahlt, weil die Figuren haben jetzt im Moment wirklich einen kleinen Preisverfall erlitten. Und deswegen habe ich halt auch zugeschlagen. Ja, dann euch eine gute Zeit da draußen. Einen schönen Gruß vom Pocking Joe und wir sehen uns dann in einem der nächsten Videos mit Sicherheit wieder. Ja, dann sagt der Master Öli. Tschüss.